Randy Stephen Kraft wurde am 19. März 1945 in Long Beach, Kalifornien als einziger Junge von 4 Kindern geboren. 1963 schloss er die Highschool ab und besuchte ein College und arbeitete nebenbei als Barkeeper. 1968 erwarb er seinen Bachelor in Wirtschaftswissenschaften und meldete sich zur US Air Force. Dank seinem IQ von 129 und seinem hervorragenden Aufnahmetests wurde er sofort aufgenommen. Als er 1969 gestand, homosexuell zu sein, wurde er aus der Armee entlassen und begann als Computertechniker zu arbeiten. Kraft wurde am 14. Mai 1983 gegen 1 Uhr morgens wegen Trunkenheit am Steuer verhaftet. Als man seinen Beifahrer wecken wollte, stellte man fest, dass dieser mit einem Gürtel erdrosselt worden war. Im Wagen fand man Fotos von ermordeten und vermissten Männern und ein Notizbuch mit Beschreibungen von 67 Opfern. Bei einer anschließenden Hausdurchsuchung fand man Kleidung und Blutspuren mehrerer Opfer. Da in den 70er und 80er Jahren mehrere Serienmörder auf den kalifornischen Highways aktiv waren, konnte man Kraft nur 16 Morde zweifelsfrei nachweisen. Er hatte seine Opfer missbraucht, mit Feuer gefoltert oder lebendig zerstückelt, bevor er sie achtlos liegen ließ. Am 29. November 1989 wurde er zum Tode verurteilt und wartet bis heute auf seine Hinrichtung.